Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniWLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir befinden uns hier in Arcadia, der Zuflucht der Sins von Fahaba. Und ja, hier soll sich Kasumi befinden und ich merke gerade, hier können wir noch hochgehen, dann gucken wir doch mal. Hohoho. In der letzten Folge haben wir guckt, ob wir in Fahaba, in dieser Stadt, noch irgendwas erledigen können. Anscheinend nicht, und da ist der Lagerschlüssel. Und Ich habe den Schlüssel nicht. ja, Kasumi befindet sich irgendwo hier. Die sollten wir mal besuchen gehen. Ob sie gut geht, ob sie noch lebt und so weiter und so fort. Und ja, gucken wir mal. Wo ist jetzt der Lagerschlüssel? Jetzt mal gut zu wissen. Egal. Die gehen einfach da rein, die Curry. Hallo? So. Dann gucken wir mal. Ist sie da schon gewesen? Ne? Lager? Nein. Sind noch mehr Leute? Hi. Ha. Kasumi Nakano? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Deine Eltern haben mich geschickt. Du sollst nach Hause kommen. Sie haben was getan? Du bist so weit gereist? Wegen mir? Meine Eltern. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Was meinst du damit? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Sünd. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch denn verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Du hast niemanden ersetzt. Kenji und Ray sind immer noch deine Eltern. Ich wünschte, das würde stimmen. Wäre ich kein Sünd, wäre alles so viel einfacher. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Aber ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Was für ein Problem gibt es denn in Arcadia? Ist eine lange Geschichte. Ich muss nur herausfinden, wie... Moment. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Ja, ich sammle gerne Sachen. Ich sage, dass es ein Geheimnis gibt. Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Wovon redest du? Wo soll ich nur anfangen? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie enthalten seine Erinnerung oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun... Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebelfahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Du vertraust Dima nicht? Und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt, da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Ich helfe, wenn ich kann. Aber viel ist das nicht. Ich weiß. Ich arbeite daran. Aber bisher ohne großen Erfolg. Ich sehe zweimal. Immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen, aber es ist abgeschlossen. Ich habe den Schlüssel. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Ich krieg das hin. Bleib einfach hier. Okay, viel Glück.
komm zurück, sobald du etwas rausgefunden hast. Ich habe einen Schlüssel. Sprich mit Dima. Okay. Das Terminal knacken könnte ich wahrscheinlich auch, ne? Da ist noch Meister verschlossen, obwohl, nee, ich glaube, ich brauche einen Schlüssel, oder? Nee, etwa wieder woanders, keine Ahnung. Mal schauen. So, hallo, hier sind noch mehr Leute. Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber zu mehr reicht es leider nicht. Es ist sicherlich nicht das, was ich erwartet hatte, aber es bedeutet, dass es Hoffnung gibt, oder? Warst du enttäuscht von dem, was du gefunden hast? Ich meine, ich will nicht undankbar klingen. Ohne Arcadia und Dima wäre ich jetzt vermutlich tot. Schätze, dass ich mir irgendwie einfach mehr erhofft hatte. Direkt nach meiner Flucht wusste ich nichts mit mir anzufangen. Ich war verloren, verängstigt. Aber ich habe Gerüchte über Chase gehört. Und darüber, dass sie Menschen an einen sicheren Ort bringt. An einen Ort nur für uns. Und jetzt bin ich hier. Wie auch immer es weitergeht. Nun, ich hoffe, das war es wert. Geht mir genauso. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Okay. Hi. Du bist also dieser neue Typ aus dem Commonwealth. Es ist so herrlich, mal wieder jemanden aus der Heimat zu sehen. Kasumi möchte leider nicht darüber reden, aber wie ist die Lage dort so? Genau wie früher. Ist noch genauso wie früher, soweit ich das beurteilen kann. Na, das hört man doch gerne. Es hat unbestritten seinen Reiz. Ich würde es eines Tages zu gern wiedersehen, sobald sich die Lage hier beruhigt hat. Arcadia ist ja schön und gut, klar. Aber ehrlich gesagt, wird es doch ein wenig langweilig. Bist du verrückt? Wenn das langweilig ist, will ich spannend gar nicht kennenlernen. Oh, was bist du für eine Marke? Wir sehen uns sicher noch. Pass auf dich auf. Nee, sag mir jetzt nicht, ich muss ja mit jenen reden. Also, muss aber... So, Curry, du vergötterst mich. Heißt das, du willst wieder ein inniges Gespräch mit mir führen? Wo bist du? Hey, ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin. Nicht wahr? So, okay. Du bist so aufgeregt. Was ist denn? Ich bin entzückt. Außer mir vor Freude. Ich wollte aus einem Grund ein Sinn werden. Für die Wissenschaft. Um Fortschritte im Studium der Medizin zu erreichen. Ich hatte einen Durchbruch erzielt. Mit einer neuen Sorte Mutterbeere konnte ich die heilende Wirkung von Stimpaks deutlich verbessern. Mir ist klar, dass das nichts Weltbewegendes ist, aber es zeigt, dass es doch noch Inspiration gibt. Ich sehe, wohin das führt. Das war nicht einfach, aber du hast es geschafft. Mein Kopf ist voller Ideen, Experimente. Viele werden im Sand verlaufen, aber vielleicht mache ich ja neue Entdeckungen. Und diese Fähigkeit habe ich dir zu verdanken. Und so viel mehr. Diese Welt ist voller Leben, voller Möglichkeiten. Du liegst mir sehr am Herzen. Wir sind Freunde. Hoffentlich kann ich mich einmal für all die Gefallen revanchieren. Du musst nicht mit mir befreundet sein, weil du glaubst, mir etwas zu schulden. Meine Gefühle haben nichts mit Verpflichtung zu tun. Sie gehen viel tiefer. Hier ist ein Exemplar meines neuen Steampacks. Ich muss es einfach mit der Welt teilen. Okay, durch das Erreichen der höchsten Verwundheitsstufe mit Curry hast du den Skill Sanität erhalten. Wenn das irgendwie was mit Steampack zu tun hat, dann wird das nicht so eine gute Fähigkeit. Das sage ich jetzt schon. Den Namen schon wieder vergessen. Na egal. Sanitäter, genau. Sanitäter, Curry, dank deiner Beziehung zu Rie werden einmal pro Tag 100 Punkte Gesundheit wiederhergestellt, wenn die Gesundheit unter 10% fällt. Okay. Dort ist vielleicht nicht so schlecht. Da könnte mir das Leben retten, hin und wieder. Aber okay. Gibt auch Besseres. Aber egal, gratis. Gratis Perks sind immer gut. Du bist auch neu hier, hm? Habt ihr schon geredet? Nee, ne? Du bist auch neu hier, hm? Also, ich bin ja auch noch nicht lange hier.
Ganz ehrlich, ohne Chase wäre ich mittlerweile tot. Es ist wirklich verdammt schwer, als Synth im Commonwealth zu leben. Tut mir leid zu hören, dass du gelitten hast. Danke, aber das ist jetzt egal. Ich bin hier, in Sicherheit. Und ich gehe nie wieder weg. Wir sehen uns, okay? Okay. Die Frage ist, ich habe jetzt noch Danze und Strong übrig als Gefährten und Danze wird es wahrscheinlich nicht gefallen, hat hier ein paar Sinnshelfer. Mein Kopf macht Gott, bist du dünn. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Was ist los? Wir machen es trotzdem, obwohl ich nicht reden will. Gott, lass jemanden bei dir eine Gedächtnislöschung verbocken und schau, wie du dich fühlst. Dann reden wir weiter, okay? Was meinst du mit Gedächtnislöschung? Verdammt nochmal. Du bist ein Synth auf der Flucht. Man geht zu jemandem hin, kriegt ein neues Gesicht und lässt sich das Gedächtnis löschen, damit ich das Institut nicht findet. Nur hat jemand meine versiebt. Und hier bin ich. Jetzt lass mich bitte allein. Wenn Dima nicht wäre, wären die meisten von uns jetzt wohl tot. Kann ich mit jemandem irgendwie vernünftig reden? Ja, wie gesagt. Lanze wird es bestimmt nicht gefallen, wenn ich hier mit einigen. Hi, Cock! Also, was willst du hier? Ich bin Kasumi. Gekommen, um Kasumi zu finden. Oh, das ist aber nett von dir. Diese Kasumi ist wohl ganz in Ordnung. Vielleicht ein wenig verwirrt. Aber sind wir das nicht alle? Nicht, dass mich jemand fragen würde, aber es wird alles einfacher, sobald einem klar wird, dass nichts wichtig ist. Was du bist, woher du kommst, lass es einfach los. Dann wird das Leben einfach. Du bist Hai. Gibt es irgendwas, das dir was bedeutet? Ich meine, Überleben ist besser als nicht überleben. Alles andere ist doch nur Ballast. Naja, ich habe vor kurzem als Händler angefangen. Ich habe zwar nicht viel, bin aber immer für einen guten Deal zu haben. Das hört man auch gerne. Lass es mich wissen, wenn du was brauchst. Ich habe es zwar vermutlich nicht, aber lass es mich trotzdem wissen. Na, ich schaue es mir an. Lass uns Geschäfte machen. Na, was hast du denn alles? Keine Waffe. Rick und Marine, Brustteil, oh mein Gott, was? Noch mehr. 20.000! Was? Ich will's haben. Vernichterbrustteil, wirft 10% Nahkampfschaden wieder zurück. Den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Was? Das ist awesome. 52. 51. Oh mein Gott, das will ich haben. Ich brauche schon wieder so viel Geld. Kronkorken meine ich natürlich. Ich habe letztens erst alle meine Dinger hier verballert. Super. Ich wollte nur 17.000. Super. Dass du nicht lange bleiben willst. Dreck, ich brauche Geld. Ich brauche viel, viel Geld. Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber... Entschuldigung. Du hast also einen Großteil unserer Insel gesehen? Was sagst du dazu? Idyllisch. Hat so einen brennt alles nieder und salzt die Erde, Zauber. Interessant. Sie wurde natürlich schon einmal niedergebrannt. Ich glaube nicht, dass ein zweiter Versuch viel bringen würde. Diese Insel mit all ihren Gefahren und Schönheiten ist älter als du und ich. Das Ökosystem ist nicht mehr so wie früher, aber es hat sich angepasst. Und es wird sich weiter anpassen, lange nachdem wir verschwunden sind. Was auf lange Sicht wichtig ist, wir müssen es verstehen. Und dann müssen wir dieses Wissen an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Das klingt nach einem hehren Ziel. Oh, danke. Ich wünschte, mehr Leute würden diese Sicht teilen. Ach ja, ich bin zwar keine Experte in menschlicher Anatomie, aber sicher deine beste Chance auf medizinische Hilfe, falls du welche brauchst. Da Dima dich akzeptiert hat, bin ich gerne bereit zu helfen. Ja, gerade so eine Maulwurf-Rattenkrankheit entfernen, wenn nicht, dann bist du für mich auch nutzlos. Ja, soll ich die jetzt schon direkt spionieren? Ausspionieren die Typen? Das muss ich irgendwie wieder Kronkorken zusammenkratzen können.
Das kann mal ein bisschen dauern. Ich nehme an, dass du nicht lange bleiben willst. Hast du ein Problem damit, dass ich hier bin? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Arcadia ist nur so sicher, wie wir den Ort machen. Wenn wir unnötige Risiken eingehen und achtlos sind, kann es übel werden. Und das schnell. Wenn ein Zünd bei uns Zuflucht sucht, nehmen wir ihn auf. Lassen ihn wie einen Zünd leben. Frei von Angst. Diese Beschreibung passt nicht auf dich. Das macht dich zu einem unnötigen Risiko. Nimm's nicht persönlich. Das Minimieren unseres Kontakts mit Außenseitern hat praktische Gründe. Entspann dich. Ich bin keine Bedrohung. Nur sehe ich aus wie ein Verrückter. Sehe ich etwa verrückt aus? Von mir fällt gerade ein, diese Reckon Armor Rüstung Dingens, wo ist er nochmal? Zeig mir die nochmal. Ja, ich schau mal, was du hast. Wer weiß. Ist das jetzt nur eine. Ist das jetzt eine komplette Rüstung oder ist das einfach nur eine Brustrüstung? Ne, das ist ein Brustteil nur, ne? Das ist nur ein Brustteil. Okay, das heißt, wenn das jetzt so ein ganzer Anzug gewesen wäre, wäre das natürlich ein bisschen doof. Ich habe überall hier Dinger. Soll ich schon mal nachgucken? Willst du was kaufen oder so? Jetzt bist du auf einmal da. Ich kann ja schon mal nachgucken, ob ich die ausspionieren kann. Aber ich will die Mission machen, wegen Erfahrungspunkte und so. Da ist noch ein Terminal oder was? Machen wir mal so. Ja, ist Schaden, ne? Ist ja nicht rot oder so. Was würde eigentlich passieren, wenn man die Hood-Farbe auf rot einstellen würde? Also auf genau die gleiche Farbe, als wenn man hier stehen würde oder so. Das wär's. Mein Gott, habe ich viele Ziele. Was haben wir hier? Boink, 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 boink. Munition und so. Ist ja nicht schlimm, wenn ich aber mitnehme, ne? Kerne, Mini-Atombomben, geil. Ausgezeichnet. Die geht direkt ans Terminal. Oh, schießen wir das hier noch auf. Erfahrungspunkte und so. Drin. So. Ist das Lager, wo ich reingehen soll, oder wie? Also sieht mich natürlich niemand. Vor allem die Tür ist da voll sperrangelweit offen. Wir müssen das ohne Blutvergießen schaffen. Fahrhaber und die Kinder des Atoms haben beide das Recht, auf der Insel zu sein. So wie wir auch. Die werden sich umbringen, Dima. Immer weiter. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Haben wir uns nicht schon für eine Seite entschieden? Die Nebelkondensatoren zu bauen, war nicht gerade ein Beweis unserer Neutralität. Wir konnten nicht einfach zusehen, wie der Nebel die Bewohner der Insel tötet. Du musstest also den Kindern des Atoms ein Zuhause geben? Das mit der U-Boot-Basis war ein Fehler.
Der Nucleus, wie sie es nennen, ist eigentlich eine große Befestigungsanlage. Fahrhaber hat sie vertrieben. Sie haben seltsame Ansichten, aber sie haben uns stets akzeptiert. Und Beichtvater Martin war ein Freund. Ja, der neue Beichtvater nicht. Hoher Beichtvater Tektis ist ein labiler Größenwahnsinniger und wird uns bedrohen, solange wir Fahrhaber helfen. Leute, können wir über das Offensichtliche reden? Wir drücken uns die ganze Zeit drumrum. Meine alten Speicherbänke sind in der U-Boot-Basis. Unglaublich, dass du mir nie davon erzählt hast. Ich muss warten, bis sie zum Sicherheitsrisiko werden. Ich weiß, wie es im Nachhinein aussieht. Aber in dem Moment war es ein Akt des Vertrauens. Ich hatte Sorge, dass sie die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen auslösen und sich verletzen. Ich habe den Kindern mein altes Zuhause übergeben und sie über meine Erinnerungen wachen lassen. Ich dachte, wir würden mit ihnen zusammenarbeiten. Wie sicher sind die Datenbanken? Wie viel Zeit haben wir? Und was befindet sich darin? Das hatten wir doch schon, Chase. Ich weiß nicht, was darin lagert. So ist das nun mal. Diese Methode ist meine Art des Vergessens. Aber ich habe einige Berechnungen zu ungünstigen Szenarien angestellt. Wenn bestimmtes Wissen in die falschen Hände gerät... Dann schick mich hin. Ich bin in einem Tag wieder da. Das ist zu riskant. Sie wissen, dass du aus Arcadia kommst. Wenn sie dich erwischen oder auch nur sehen, bedeutet das Krieg. Wir sollten sie zumindest... Da komme ich ins Spiel. Einzugehen. Uns gehen die Optionen aus. Ich sage, wir zeigen ihr, wie sie die Speicherbänke knackt. Du hast ohne mich daran gearbeitet? Es kam in einem ruhigen Moment auf, Chase. Aber ja, wir haben ein Programm geschrieben, mit dem man meine Erinnerungen herunterladen kann. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ich nehme gerade letzte Anpassungen am Programm vor. Ich lasse eine Kopie für dich auf meinem Schreibtisch liegen, wenn ich fertig bin. Das Programm besorgen, damit in die Speicherbänke eindringen. Verstanden? Hoffentlich wird das nicht nötig sein. Wir beobachten weiter die Situation. Ich will, dass du nur reingehst, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Na, wird nicht ins Spiel kommen, ne? Komm schon. Fragt mich, ich mach das schon. Ja, ich soll wieder das Programm. Hallo? Gut. Würde ich sagen, ich beende den Part hier, oder? Jetzt war doch noch mit Curry erstmal rumlaufen hier. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter in Arcadia von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.